Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3 und wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3. Team Deathmatch ist angesagt. Wir spielen auf der Map C-Town. Oh, und die Standardklassen umfassen Objekte, die in höheren Levels freigeschaltet werden. So sehen Sie, was Sie noch erwartet. So. Ja, ich war lange nicht mehr online. Ich musste natürlich arbeiten, bin ja Koch von Beruf und das rum und her und bla 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 pendeln, das kostet Zeit. Ich nehme heute die ACR 6.8, die USP 45 Taktik, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen Pro und natürlich noch den Meisterschützen in meinen Rucksack hinein und wir machen uns schon los. Oh, die erste Granate fliegt hier schon rum. So, jetzt nehme ich die USP 45 und natürlich diese Waffe ist toll für diesen engen Zwischenpassagen hier. Oh nein. So, der erste Kill wurde hier schon verübt. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, ich folge mal diesem Spieler hier, diesem Soldaten. Der ist mir sehr sympathisch. So, vorsichtig müssen wir uns nach vorne arbeiten. Granate hat uns schon weggefetzt. Wo kommt denn der her? Mein Gott, den habe ich überhaupt nicht gesehen. So, weiter geht's. Wir müssen nach links. Ja, ich habe mich mal links entschieden. Und die kleinen Chicken hier abknallen. Nee, wir brauchen natürlich auch eine Hühnerkraftbrühe heute Abend. So. Oh, ja. Wenn ihr mein Gameplay seht, dann werdet ihr eins schnell feststellen. Ich bin schlecht. Ich bin so schlecht, ihr könnt mich als Lauch oder als Bob bezeichnen. Da habe ich überhaupt keine Angst. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich spiele das Spiel, weil es mir Spaß macht. Und nicht, weil ich gut sein will. So, weiter geht's. Oh, jetzt hatte ich voll Angst hier. So, was haben wir denn hier noch für Waffen? Ah, ja. Nehmen wir mal die hier. Und natürlich erst in der nächsten Runde. Ja, ich möchte mich erstmal an alle 16 Abonnenten bedanken, dass ihr mich alle abonniert habt. Ich weiß, ich habe nicht die beste Videografik und nicht jedes meiner Videos ist perfekt. Bei manchen Videos labere ich einfach nur Scheiße. Und ja, aber trotzdem vielen Dank, dass ihr mich immer unterstützt habt. So. Und ich freue mich natürlich auch auf neue Abonnenten. Ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir auch eine PN auf der PS3 schreiben. Ich glaube, unten in der Videobeschreibung seht ihr meinen PS3-Account, YouTube Gamescom. Und dann können wir mal zusammen zocken. Dann können wir ein Let's Play zusammen machen, wenn ihr Lust habt. Und ja. So, was haben wir denn hier für eine Waffe? Oh. Ich glaube, ich nehme heute mal die MP5, die SMAW, Splitter, Blendgranate, Fingerfertigkeit Pro, Visier Pro und Stalker. Aber solange behalte ich noch hier meinen Raketenwerfer. So, mal gucken hier. Kommen schon Schüsse. Und versuchen einfach mal unser Glück. Schießen einfach mal nach hinten. Hat nichts mehr gebracht hier. So. Ah, da haben wir schon den ersten. Und ihr seht schon, ich bin richtig schlecht. Ich bin richtig schlecht. Ich bin schon 8-mal gestorben. Mann, da kann ich mich wieder aufregen. Fuck. Ich meine, fuck. Oh, das habe ich schon so viel mal fuck gesagt. Entschuldigung. So. Jetzt, wie schon gesagt, die MP5 hier mit Rotpunktvisier. Da ist das Rotpunktvisier. Ist ideal, um Hühner auszuschalten. Ihr seht schon, die Präzision ist sehr hoch. Oh. Und da habe ich mal nicht aufgepasst und da wurde ich schon vernichtet. Ah, Mann, da kann ich wieder aufregen. Ups. Ja. So, oh, das ist mein erster Kill, den ich heute erzielen werde. Nicht mal das hier. Die Pro-Gamer-Dichte ist richtig hoch. So, jo, es ist Zeit für neue Waffen, würde ich sagen. Die USAS 12, ich glaube, das ist eine Shotgun, soweit ich weiß. Oh ja, das ist eine richtig coole Waffe. Ist sie nicht schön, die Waffe? Jo, ist sie. Ja klar, das ist die coolste Waffe, die es gibt, Mann. Perfekt. Schöne Durchschlagskraft, aber ich habe die kaum benutzt. Nur zweimal oder so. Oh. So.
Schönstes auf der Welt zu sein. Oh. Hey, habt ihr es auch mitbekommen? Der Komiker Dirk Bache ist tot, Mann. Oh Mann, oh Mann. Voll traurig irgendwie. Das glaubt man irgendwie gar nicht. Was da in den letzten 5 Jahren sind so viele Menschen schon gestorben. Michael Jackson, Steve Jobs, Dirk Bach, Amy Winehouse, nicht zu vergessen. Großartige Persönlichkeiten aus unserem Leben. Und das seht ihr mal. Michael Jackson hat einmal gesagt, wenn ich mich schneide, dann blute ich. Er ist auch kein Gott, er ist auch nur ein Mensch, wie alle anderen, alle Stars. Ja, voll krass irgendwie, mein Gott. Ah, Mann, 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 schon traurig, Dirk Bach tot. Mann, Mann, Mann. War auf jeden Fall ein cooler Komiker, aber klar, er hat schon ein paar Kilos zu viel auf den Hüften gehabt. Muss man sagen, er hat sich kaum Ruhepausen gegönnt, er war eine richtige Rampensau. Oh, der war geil. So, wie sieht's denn aus hier mit dem Gameplay? 16 Mal bin ich gestorben. Wobei das natürlich Absicht ist, weil ich mich eigentlich killen lassen will jetzt gerade, weil es mir einfach danach ist. Jo, das war's dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao, ich hoffe, das andere Gameplay von Gameplay hat euch gefallen, weil eigentlich ist es ja so, dass man in einem Let's Play, zum Beispiel Call of Duty, andere Leute abknallt. Habe ich jetzt mal nicht gemacht, ich habe einfach mal ein bisschen Scheiße gelabert. Muss man echt mal sagen, ich habe einfach mal das rausgelassen, was mir so aus dem Kopf schwirrt. Und das bin ich halt, ich bin halt der junge Zocker. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom. Disliked mich oder liked mich. Beides ist mir egal. Bis dann, ciao, liebe Abonnenten und Freunde, Fans und Hater. Bis dann.